Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wieder mit Kaylin. Und wir haben ja noch ein Terminal gefunden. Genau. So, Simon. Vielleicht gibt es ja da auch noch irgendwelche Quests. Die Jünger. Einige Nudisten haben sich darüber beschwert, dass Jünger nackt in den Garten, in den Gärten herumtollen. Nackt. So, aber ja. Da scheint sie halt irgend so ein Kult gebildet zu haben. Leider hat sie irgendwo eine Werkbank gebildet. Ja, das auch. Da hinten bei dem Gebäude unterm Wasserturm mit der goldenen Kuppel, was entfernt steht, da ist eine Bastelwerkbank drinnen. Ah ja, cool. Hier wäre noch ein Terminal. So, noch mehr Tagebucheinträge. Aber ja, die scheinen da so ihren Spaß gehabt zu haben. So, Bastelwerkbank. Hier ist wenigstens kein Terminal. Aber Klebeband. Nein, ich hab's Klebeband übersehen. Ja, war im Koffer drin, von daher ist ja. Oh. Anders. Komm, es geht doch. Ja! Da bin ich jetzt gespannt. Nö. Gar nicht. Die Räume zahlen sich halt echt irgendwie nicht aus, dass man reinguckt. Ja, wie gesagt, das ist, ich glaube, es wäre halt auch irgendwo zu viel, wenn du halt überall was drin hättest. Ja, stimmt. Willst du die letzte Etage auch noch oder sollen wir nö. Weiter? Ich würde es lieber liebend gern mal zur Werkbank und dann gucken, dass wir weiterkommen. Hört sich nach einem Plan an. Hier war ich aber auch noch gar nicht. Hübsch hier. Ja, ich bin da schnell drüber gelaufen, um zu gucken, ob hier irgendwo eine Mediation. So ein Ding ist. Mhm. Hier Frösche. Ja. Da hinten. Genau. Ich brauche Ausdauer. Die ist halt nicht mehr der jüngste, der Charakter. Nicht irgendwelche Waffe. Da. Ah, da. Ah, dich kann ich zerlegen, dich. Und fertig. Schau mal, dann schaue ich, glaube ich, erst noch mal hier in den. Das ist stark. Okay. Das hat sich nicht gelohnt. Tschüss, Schrott. Tschüss, Kampflinte. Kalibrierter Verschluss. Okay, ich glaube, ich könnte es tatsächlich jetzt sogar ein bisschen stärker machen. Ich damit. Ach so, wahrscheinlich gab es das als Belohnung, die Metallrüstung. Okay, und schon bin ich nicht mehr überladen. Cool. Geht halt doch recht schnell. Ja. So. Wo ging es jetzt nochmal hin? Da runter. Das heißt, Sendeturm, Mind Supply. Ich glaube, Mind Supply wäre am einfachsten, oder? Ja. Oder Vault-Tec University. Das ist eigentlich alles gleich. Ja. Ich glaube, wir gehen zum Mind Supply. Ich glaube, da dürfte auch am wenigsten Stress sein. Auf zu Greg's Mind Supply!
weiß nicht warum, aber wir sind irgendwie jedes Mal, wenn wir aufnehmen, mindestens einmal bei Greg's genau. Mindsupply. Ich finde das echt lustig, ich finde das irgendwie cool. Er scheint, also ich glaube, das ist auch ein relativ zentraler Ort, von daher kommt das dann auch ganz gut hin. Öfters bei Greg's als bei irgendwelchen Quests. Okay, das ist jetzt vielleicht übertrieben. Die Greg-Quest. Stimmt, wir haben ja noch die, können wir vielleicht danach mal machen, wir haben ja noch diese Minen-Quest, die wir jetzt ja machen können, die ja ab Stufe 25 war. Stimmt, mit dem Berg, Bergungsgedöns. Du bist bei mir nackig, ne? Ja, schön. Wir müssen da durch. Mal los. Oh, hi. Ah, Level 1 verbrannte. Ich glaube, da benutze ich nicht mal Munition für. Wer da schon? Ey, bleib da! Nicht weglaufen! Bleiben Sie doch einfach hier! Boah, ich mach die One-Hit. Ja, ja. Na, guten Tag. Hallo, was seid ihr? Oh, du hast kommt sogar zum Familienessen. Schere. Muni. Also, das zahlt sich gar nicht aus, dass ich da extra hochlaufe eigentlich. Ja, ach, deswegen. So sinnvoll ist das mit dem Loot auch nicht. Nee. Aus, oh, oh, eine hübsche Haarbürste. Ah. Und deine Haarbürsten. Obwohl, ich hab eine Glatze und das erste Mal, dass ich wirklich irgendwie nach Haarbürsten gucke. Siehste? Mann, Mann, Mann. Bringt das ja doch was. Boah, ein Responder-Signal hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Das stimmt auf jeden Fall. So. Definitiv, glaube ich, welche. Go, go, go. Ja. Das kannst du ja irgendwie nachher zu mir teleportieren, wenn ich jetzt zu weit weglaufen sollte. Mache ich tatsächlich gerade. Aha. Wo bist denn du jetzt? Hä? Ich hab zu dir Schnellreise gemacht und ich lande am Satelliturm. What? Hätte ich dir nachlaufen können auch. So, da hinten scheint es aber zu sein. Also, Kaelin. Okay, jetzt bin ich direkt da gespawnt. Ja. Der anderen Seite. Ich bin von der anderen Seite. Okay, nee, das sollte ich vielleicht nicht so sagen. Wir sind auch so schwache Verbrannte eigentlich. Hol ich auch mal wieder mein Schwertchen raus hier. Kommt her. Ich bin nicht rein. Ach, ist das schön, wenn man heutzutage noch und Bingsley. Der Anschlag irgendwie begrüßt wird. Ja. Das ist, warte mal, ein Bingsley? Was ist ein Bingsley? Mr. Handy. Ah. So, ich will erstmal looten, bevor ich mit ihm rede oder versuche zu reden. Hallo, können Sie mir sagen, was hier vorgeht? Ich geht. Ah, bitte, bitte, bitte. Mit Leiche. Ich wurde hier gerade beim Schlossknacken irgendwie gestört. Ja. Von dem da hinten. Wir waren zusammen. Könnte sein, es hat zumindest wehgetan. Ja.
wir müssen ja tatsächlich das ausräumen noch. Hallo. Du hast den ganzen Spaß ohne mich. Ja, schon. Vielleicht sind hier gerade irgendwelche Low-Level-Leute durchgelaufen. Könnte sein, oder es liegt vielleicht an, weil es halt echt einfach kein großes Gebiet ist hier. Oder ein Anfangsgebiet ist. Ich glaube, wir müssen aufs Dach. Ah, nee, hier geht's noch hoch. Hier ist ein Holo, Holobahn und ein Gourmet-Terminal. Naja, ah, jetzt mir gleich. Das Terminal oder das Holobahn? Beides. Hast du schon mit ihm geredet eigentlich? Nee. Okay. Ich muss das machen, was du tust. Ah. Notiz der Gourmets. Er sagte, wir würden unsere eigenen Leute nicht essen, aber dann, armer Gregory. Danach mussten wir Morris fortschicken. Es ist mir egal, ob er der Boss war. Ich habe gehört, dass er mit seiner Frau Edie jetzt allein in der Höhle auf der anderen Seite des Berges lebt. Bin mir nicht sicher, ob es überhaupt was gebracht hat. Unsere Leute verschwinden noch immer. So, dann schauen wir uns doch mal den Rest an. Ah. Wie gesagt, hier oben ist das, das Ding dann. Ja, ich suche den Weg nach oben, hier. Was hast du zu sagen? Hallöchen! Er sagt Hallöchen, okay, passt. Gesprächig, der Gute. Ja. Hashtag läuft bei dir. Das Rezept habe ich aber auch schon gehabt. Nein! Ah, du sollst dich da nicht hinlegen. Warum eigentlich nicht? Ah, Gourmet-Terminal. Genau. Den Finger weg, wenn du nicht Bob bist. So, ja, ich glaube, genau, die Gourmets lernst du halt in Fallout New Vegas kennen, das erste Mal. Die auch ziemlich witzige Aufträge haben. Chef Kannibal. Genau. Boah, voll creepy, ey. Hm? Das, wo du bist, ist auch ein Holoband. Ah ja, okay. Ja, da ist es. Okay, dann schauen wir mal. Edie und ich verspüren seit kurzem größeren Hunger. Und die anderen stellen bereits Fragen. Morris, wie kannst du so hungrig sein, wenn du immer noch so fett bist? Wisst ihr, was ich dazu sage? Ich bin hungrig, weil ich hier der Boss bin. Es ist eine ziemliche Schufterei, diese nutzlosen Trottel auszunehmen, damit wir nicht alle verhungern. Von sowas bekommt man Appetit. Aber im Ernst, es ist Tage her, seit wir etwas zu essen gefunden haben. Die üblichen arglosen Reisenden sind selten geworden. Wahrscheinlich haben die verdammten Halsabschneider sie alle verscheucht. Oder sie teilen ihre Funde nicht mit uns. Den anderen wird das nicht gefallen. Aber wir müssen wohl zu Plan B greifen. Edie ist bereits einverstanden. Ich denke an Gregory. Er hat jede Menge Fleisch auf den Knochen. Außerdem war er in letzter Zeit zu kaum etwas zu gebrauchen. Keiner wird ihn vermissen. Nun ja,
Vielleicht seine Frau und seine kleine Tochter. Aber Vanessa wird wissen, was gut für sie ist. Sie ist eine gute Kämpferin. Darum sollten wir sie noch nicht essen. Und das Kind? Nun ja, ich bin schließlich kein Monster. Außerdem ist an Kindern eh zu wenig dran. Ja, genau. Lohnt sich nicht, Kinder zu essen. Nope, tut es nicht. Und hier ist noch ein Holoband tatsächlich. Ah, okay. Ich hätte aber tatsächlich ganz gerne mal hier den Verbrannten gefunden, der hier angeblich irgendwo rumgeistern soll. Der ist irgendwo draußen auf dem Balkon. Ah ja, das könnte natürlich sein. Aber ich wüsste ja auch nicht, wie ich da hinkommen würde. Hier? Vielleicht mal raus und dann von außen wegballern. Ja, eine Möglichkeit. Was ist das? Unaufhaltsames Brettspiel. Unterhaltsame Brettspiele. Darum. Okay, weg. Da ist keine Tür, ne? Nee. Doch, da ist tatsächlich eine Tür, aber wenn du von drinnen guckst, da kannst du glaube ich nicht. Oh doch, müsste gehen. Okay. So, wir könnten jetzt mal zu Serena Rocks reisen. Und von dort aus dann rüber. Hätten wir uns ein bisschen was an Weg gespart. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ach, Osten. Osten. Ah, da. Ja, machen wir es. Wie heißt das? Sissina? Ja, Serena, glaube ich. Die Nizza Rocks. Auch irgendwas. Schicke Haarbürste. Ich glaube, hier ging mal eine Seilbahn hoch. Das kann gut sein, ja. Geht das? Kann ich euch beide gleichzeitig töten? Nein. Schade. Aber ich glaube, rüberlaufen sollte jetzt nicht so viel bringen. Nee, das ist viel zu weit für ein LP. Bist du schon rüber? Bin gerade unterwegs, ja. Okay. Mache ich wieder den Schnorrer-Move. Genau. Und reise dir einfach nach. Du bist eh so reich. Naja. Ich bin überladen. Was habe ich denn, bitte? Habe ich eine Waffe, die ich nicht brauche? Ja, da. Dich. Nein. Ja, ein bisschen Schrott wegschmeißen, den ich nicht brauche. Level 40 Red-Kröte. Ja, Glasscherben. Kröte. Oh, hallo. Gerade echt so blöd. Was bist du denn? Level 40. Achso, natürlich, ich sollte nicht auf Wert gucken, sondern auf Gewicht.
bin jetzt aber auch wieder überladen. Ja, Zucker kann ich ablegen. Alle Nuka-Cola. Doppelchips. Ja, Medex kann ich wegschmeißen. Gewürze brauche ich nicht. Kann ich essen. So. Da gibt es aber echt ein paar Rezepte. Cool. Ganz Spaß ohne mich. Ja, ja. Redkröten erledigt, Rezepte eingesammelt. Rezepte sind nicht so ohne. Obwohl, da haben wir die meisten, die wir hier in der Gegend finden, auch schon. Ja. Autschi. Ah, abgekochtes Wasser. Aufbereitetes Wasser. Mann, ich breche momentan irgendwie alle Haarklammern ab, die ich finde. Oh. Ersatzteile. Mach den Deal mit den Ersatzteilen. Diese Schlammgrube ist die reinste Kronkorkenquelle. Aber wenn wir die Sache nicht am Laufen halten, werden unsere Vorräte nicht lange reichen. Falls die Leute im Top of the World uns plötzlich als unzuverlässig einschätzen, werden sie herunterkommen und uns alles nehmen, auch das Leben. Also mach die Ersatzteile klar, um jeden Preis. Ja, dann. Ah, die Notiz hab tatsächlich ich übersehen. .45er Munition brauchst du nicht, oder? Nee, ich hab im Moment nur Schrot und Mine. Abschlitzmunition mit, ja. Ja, ich glaube, ich werde auch den Injektor zerlegen. Ich nutze ihn halt echt nie. Mhm. Ich meine, wäre ganz witzig, aber... Ja, das ist halt ja alles viel zu beschränkt. Ja, der macht halt auch nur Blutung momentan und versichert habe und lässt eine Bleefliege explodieren. Also es ist jetzt momentan noch nicht so berauschend. So, dann schauen wir doch mal. Da ist die Höhle. Sieh mal einer an. Oh, Wendigo-Höhle. Oh, Wendigos. Dann bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, ich platziere hier noch mal kurz mein Lager. Ist vielleicht gar nicht so dumm, dann könnt ihr mir noch Zeug loswerden. Genau, das ist eben auch mein Gedanke. Aber ich glaube, ich bekomme meine Blaupause hier nirgends hin. Nee, tatsächlich nicht. Ja, da ist doch was. Alles schon mal neu gebaut. Ja, mal ganz kurz. Brauchst du irgendeine spezielle Bank eigentlich? Nö, ich will tatsächlich nur kurz verschrotten. Vielleicht eine Futterwaffe? Wie sehen denn meine Waffen aus? Vielleicht die Waffen nochmal reparieren. Kann keine also Waffen Bänke und Rüstung. Platzieren, weil zu wenig Material. Ah. Interessanterweise. Falls du eventuell kurz etwas platzieren könntest. Ja. Oder warte, ich könnte auch hier einfach Aluminiumschrott kurz mitnehmen. Oder wird das mit eingerechnet?
Ja, das wird mit eingerechnet. Ja. Wupsi! Also, was bist du denn? Rüstungswerkbank, genau. Warte ich mal dahin. Ah, nee, ich wollte eigentlich nur zerlegen gerade. Also, passt ja. Passt ja soweit. Hast du irgendwas dabei gehabt? Reparieren wir gerade noch schnell. Ja, du schließe ich mich tatsächlich an. Brauchst noch nicht repariert werden. Gut. Ah, stimmt, ich habe die Red Rocket Lackierung jetzt. Oh, der ist ganz schön hübsch tatsächlich. Mhm. Warte mal. Da. So, ich glaube, verbessern kann ich aber auch noch nichts. Brauch ich Schrotflinte, brauche ich Scharfschützengewehr, brauche ich. Mir fehlt Aluminium. Na, dann wechsle ich Crits zu. Und Aluminium habe ich, glaube ich, noch da. Moment. Brauche ich nicht mehr. Und die brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Waffen. So, warte, ich schmeiß dir gerade ein bisschen Aluminium hin. Wäre zu freundlich. Wert von Bastet droppen wir. Die Somerset droppe ich jetzt. So, warte, ich hatte doch hier noch. Oder bist du da sich besser? Ich hab den Injektor gar nicht mehr. Ich nehme die Munition trotzdem mit. Helle. Da, Plasmakartuschen brauche ich auch nicht. Warte mal, kann ich vielleicht irgendwo noch Taschen dran bauen? Ich glaube, ich habe gerade meine Rüstung mit Taschen abgegeben. Der Aluminium, genau, perfekt. Ich könnte die aerodynamisch machen. Kann ich da noch etwas machen eigentlich? Starkangriffe brauchen, bringt nichts. Hier könnte ich aber Taschen statt gedämpft machen. Okay. Ah, okay. Das hast du gemacht. Das Metallsplitter auf das Schwert getan. Genau. Ist halt ein Ticken leichter, ne? Das ist nicht mal so blöd. Ein bisschen was hier rumgebastelt. Jo, ich bin ready. Gut, ja, dann können wir gleich die Aufgabe, die Folge beenden. Oh. Passenderweise. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann schauen wir mal, was uns in dieser Höhle erwartet. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.